Ich setze mich ein klein wenig versetzt hin, sodass mein Gesicht genau im Drittel des Bildes liegt. Dann haben wir einen goldenen Schnitt und das soll dann ästhetisch sein. Hallo, heute gibt es wieder mal ein Video, was mir so in die Kategorie Wissensspeicher hineinfällt. Und zwar möchte ich mich heute damit beschäftigen, wie ihr an eure Begleittherapie kommen könnt oder kommt, wenn ihr selbst transident seid und ihr habt jetzt zumindest so den Punkt erreicht, dass ihr für euch selbst genug herumgegrübelt, recherchiert und geguckt und mit anderen Leuten vielleicht auch gequatscht habt, dass ihr sagt, so, okay, ich möchte jetzt mal mit einem Fachmenschen darüber sprechen und gegebenenfalls, wenn das für mich interessant und notwendig ist, eine Transition in Angriff nehmen. Dann braucht ihr die viel zitierte Begleittherapie. Das ist medizinisch und rechtlich gesehen nichts anderes als eine Psychotherapie. Das klingt immer so gefährlich und so unglaublich wichtig und als müsste man da irgendwie analysiert werden und auseinandersiziert werden. So gefährlich ist es am Ende gar nicht. Es ist erstmal schon eine Therapie, weil da sitzt ein Therapeut, der geschult ist im psychologischen Sinne und dieser Therapeut checkt erstmal, ob bei euch, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr seid transident, ob dieses Gefühl vielleicht durch etwas anderes ausgelöst wird, also dass ihr vielleicht irgendeine psychische Erkrankung, ein Trauma, ein was auch immer habt, was dieses Gefühl der Transidentität nur ja vorgaukelt oder erzeugt, aber was eigentlich noch mal eine ganz andere Ursache hat, so dass tatsächlich gar keine Transidentität bei euch vorliegt, sondern etwas ganz anderes. Falls das vorliegt, dann ist das Aufgabe des Therapeuten, das herauszufinden durch gezielte Befragung. Und andererseits, gleichzeitig aber, soll diese Therapie euch einfach selbst dabei unterstützen, herauszufinden, wer ihr seid, was ihr wollt, was ihr braucht, um euch zu, naja, um so leben zu können, wie es euch glücklich macht und euch nicht zuletzt auch dabei hilft, an genau diese Dinge zu kommen, die euch glücklich machen. Als allererstes gilt es dann natürlich erstmal einen passenden Therapeuten oder eine passende Therapeutin zu finden, die mit euch diese Begleittherapie auch durchführen kann. Rein rechtlich gesehen gibt es drei verschiedene Arten von Therapien, die dafür geeignet sind, nämlich das ist die Verhaltenstherapie, die Psychoanalyse und die Tiefenpsychologie. Ein jeder Therapeut, eine jede Therapeutin, die eins von den drei Dingern anbietet, ist damit rechtlich gesehen schon mal befähigt, diese Begleittherapie überhaupt durchzuführen. Jetzt kommt das kleine oder mehr oder weniger große Aber. Denn die meisten kennen sich mit Transidentität nicht so gut aus. Ich möchte fast sagen, gar nicht. Was wiederum für euch heißt, dass ihr auf einschlägigen Webseiten geeignete Therapeuten wirklich gezielt suchen müsst. Da gibt es verschiedene Portale. Ich spreche jetzt mal wieder nur von den Transmännern, weil da kenne ich mich selber nun mal am besten aus. Das ist einmal der Transmann e.V., die haben eine wunderbare Webseite, auf der könnt ihr sogar nach Operateuren und Therapeuten suchen, wenn ihr erstmal eingebt, was ihr überhaupt sucht, nämlich einen Therapeuten. Und dann, wo ihr herkommt, Bundesland oder Stadt, größere Städte sind da auch nochmal einzeln aufgeführt, dann bekommt ihr eine Liste mit Ärzten, die irgendjemand da eingepflegt hat. Und dann könnt ihr diese Kontakte gezielt anschreiben, ansprechen. Andere Möglichkeiten sind auch zu fragen so in einer Facebook-Gruppe, da gibt es auch eine Trans-Gruppe, da könnt ihr auch nochmal fragen, kennt ihr irgendjemanden im Kreis bla bla bla, der mit mir die Therapie durchführen kann oder die Webseite FTM-Portal. Ich werde alle Links einfach mal unten in die Videobeschreibung hinein verlinken, dann könnt ihr euch überall informieren, wo es euch möglich ist, denn das ist wirklich wichtig, jemanden zu finden, der auch geeignet ist, also der sich auch wirklich mit der Thematik auskennt. Das ist wirklich viel wert. Dann habt ihr im besten Falle eine ganze Reihe von Namen und Adressen, die ihr anrufen oder anschreiben könnt. Ja, was anderes bleibt doch nicht, E-Mail oder Telefonanruf. Die könnt ihr jedenfalls dann kontaktieren und um ein Erstgespräch bitten, um diese Therapeuten mal kennenzulernen. Bei einer Psychotherapie ist es allgemein immer erstmal so, dass die ersten Sitzungen so eine Art Kennenlernsitzung sind, die erstmal dafür da sind, dass du den Therapeuten oder die Therapeutin kennenlernst, ein Gefühl dafür bekommst, was so der Stil dieses Therapeuten ist, wie so die Persönlichkeit ist, wie diese Person so mit dir umgeht. Du kannst Fragen stellen, auf jeden Fall. Das empfehle ich sogar dringend, sich vorher Fragen auszudenken, also zu überlegen, die du vielleicht selber den Therapeuten stellen möchtest. Zum Beispiel jetzt mal aus meiner Erfahrung, ich habe immer als allererstes gleich mitgefragt, wie mein
möglicher Therapeut zum Thema nicht-binäre Geschlechteridentifikation steht, weil ich wusste, dass das für mich auf jeden Fall ein Thema ist. Wenn da die Therapeuten gesagt hätten, nee, das gibt's für mich nicht, dann hätte ich sofort gewusst, nee, mit dieser Person kann ich auf jeden Fall nicht zusammenarbeiten. Und das sind so Sachen, da müsst ihr euch gegenseitig abschnuppern und abchecken. Und auch der Therapeut, die Therapeutin, die wird euch am Anfang erstmal so Larifari-Fragen stellen, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was hast denn du eigentlich für einen Hintergrund? Weswegen bist du eigentlich hergekommen und was ist dein Ziel? Das ist so, diese ersten Sitzungen, man nennt sie meistens die probatorischen Sitzungen, es sind üblicherweise 5 Stück, also die ersten 5 Male, die du den Therapeuten triffst, sind Probatorik, sprich beschnuppern. Und da gilt es erstmal nur, eine Entscheidung zu treffen, kann ich mit dieser Person mir vorstellen, 1, 2, 3 Jahre regelmäßig zusammen mich zu setzen und da über mein tiefstes Inneres zu sprechen oder nicht. So, wenn jetzt angenommen, du ein paar Therapeuten angeschrieben hast und bei ein paar warst du jetzt schon persönlich und du hast dich für irgendjemanden entschieden, wo du sagst, jo, bei dem oder bei der kann ich mir vorstellen, die Begleittherapie zu machen, dann geht es daran, den Antrag zu stellen an die Krankenkasse, damit die Krankenkasse diese Therapie für euch bezahlt. Da gibt es verschiedene Varianten. Ein Antrag muss immer gestellt werden. Es ist jetzt nur für euch unterschiedlich, was für eine Art von Therapeuten ihr erwischt habt, wie viel ihr bei diesem Antrag machen müsst. Der einfachste Fall ist, ihr habt einen Therapeuten erwischt. Dieser Therapeut ist kassenärztlich zugelassen und ist auch gleichzeitig noch ein Arzt, also kann selbst Rezepte ausstellen. Und meistens sind das so Psychiater, die sind Ärzte und eben Psychologen. Das sind im Prinzip auch nichts anderes als Fachärzte. Und zu Fachärzten gehst du hin, wie du zu einem Orthopäden hingehen kannst. Du gehst einfach hin, du brauchst noch nicht mal eine Überweisung. Um zu einem Facharzt hinzugehen und dich behandeln zu lassen, brauchst du heutzutage nichts mehr. Das war, glaube ich, früher mal. Vor vielen Jahren brauchte man dann noch eine Überweisung zwingend. Jetzt ist das nicht mehr so. Du gehst einfach hin und wenn du sagst, so, ich habe mich jetzt für Sie entschieden, bitte stellen Sie den Antrag, dann stellt dein Therapeut den Antrag und du musst nichts machen. Das ist der simpelste Fall. Der zweitsimpelste Fall ist, du hast einen Psychologen erwischt, der ist wieder kassenärztlich zugelassen, aber ist leider kein Arzt. Das heißt, es ist nur in Anführungszeichen ein Psychologe oder eine Psychologin. Dann brauchst du selbst, um die Therapie dort beginnen zu können, also um dich da behandeln zu lassen, brauchst du eine Überweisung von einem Arzt, Hausarzt zum Beispiel. Dafür ist es auch notwendig, dass du dich bei diesem Arzt dann outest und deine, naja, nicht gesamte Lebensgeschichte, aber zumindest schon so ein paar Eckdaten erzählen kannst, dass der Hausarzt checkt, ja, okay, hier gibt es irgendeine Trans-Thematik und ich überweise dich jetzt an den Psychologen oder an irgendeinen Psychologen, um diese Thematik absprechen zu können. Dann bekommst du eine Überweisung von deinem Arzt zum Psychologen und damit ja, kann wiederum der Psychologe selber den Antrag stellen an die Krankenkasse, weil dieser Psychologe hat ja eine kassenärztliche Zulassung und kann deswegen alles direkt über die Krankenkasse abrechnen und ihr müsst wieder bis auf die Überweisung nichts machen. Der letzte Fall ist leider der nicht triviale Fall, nämlich das ist dann, wenn ihr einen Psychologen oder eine Psychologin erwischt habt, die nicht kassenärztlich zugelassen ist. Ob Arzt oder nicht, spielt dann keine Rolle mehr. Das ist der Fall, wo die Krankenkasse eigentlich nicht verpflichtet ist, diese Therapie zu bezahlen, weil es gibt da eine Menge von Ärzten für jegliche Spezialrichtung, für jegliches Fachgebiet, die in dem Katalog der Krankenkassen enthalten sind und du kannst ja zu einem von denen gehen. Wenn du aber stattdessen zu jemand ganz anderem gehst, dann ist das dein Problem, theoretisch. Jetzt kommt dieser Fall, warum es deswegen trotzdem möglich ist, über die Krankenkasse eine Therapie bei einem nicht kassenärztlich zugelassenen Therapeuten abzurechnen. Nämlich die Begründung ist die, der Bedarf, wie viel Therapeuten und wie viele Fachärzte für jede Fachrichtung es so geben muss, um den Bedarf abzudecken, die sind schon ziemlich alt. Also der Bedarf wurde meistens schon vor einigen Jahren, nicht, wenn nicht sogar Jahrzehnten, ermittelt. Und in der Zwischenzeit hat sich der Bedarf an bestimmten Fachärzten schon so stark erhöht, dass die kassenärztlich zugelassenen Ärzte den Bedarf gar nicht mehr abdecken können. Weshalb unter bestimmten Umständen, und die erkläre ich jetzt gleich, ihr zu einem anderen Arzt gehen könnt und ihr kriegt es trotzdem bezahlt. So, jetzt geht's los.
Was ihr dann nämlich machen müsst, ist ein Kostenerstattungsverfahren. Und hier müsst ihr selbst ein bisschen mehr als eine Überweisung leider beisteuern. Ihr müsst zuallererst einen Antrag stellen an die Krankenkasse, in der ihr erstmal in einem formlosen Deckblatt reinschreibt, wer ihr eigentlich seid, bei wem ihr versichert seid. Gut, das wird die Krankenkasse selbst vermutlich wissen. Die Versicherungsnummer und was ihr eigentlich wollt. Also ihr braucht eine Therapie für was und so weiter. Da schreibt ihr so ein paar Verslein rein. Das muss nicht unglaublich ausformuliert sein. Das ist der Antrag. Dann braucht ihr von eurem Arzt, ich würde mal wieder sagen, so Hausarzt eignet sich dafür ganz gut. Bei dem müsst ihr euch wieder outen, weil von dem Menschen braucht ihr zwei Sachen. Einmal den Konsiliarbericht. In dem Konsiliarbericht muss der Hausarzt reinschreiben, dass er gewisse Anzeichen für die Diagnose F64.0 oder Punkt irgendwas gesehen hat. Sprich, der Verdacht, dass es sich hier um einen transsexuellen Menschen handelt, liegt vor und es muss eine psychologische Abklärung erfolgen. Das müsst ihr natürlich nicht reinschreiben, das macht der Hausarzt für euch, aber ihr müsst mit dem halt darüber reden. Ihr müsst eben auch erklären, was ihr in der Therapie braucht und was ihr wollt. Und ja, und es muss am Ende die Diagnose, die Verdachtsdiagnose F64, Punkt. Nicht unbedingt 0. Bei mir stand zum Beispiel nicht 0 drin, aber das reicht. Das muss drinstehen und das führt der Hausarzt, der füllt diesen Konsiliarbericht aus. Damit habt ihr also erstmal den Antrag, was braucht ihr eigentlich? Und von einem Arzt die Verdachtsdiagnose, es liegt womöglich Transsexualität vor. Das sind schon mal zwei wichtige Punkte. Jetzt kommt noch was anderes hinzu, nämlich ihr braucht außerdem noch, ihr müsst jetzt irgendwie argumentieren, warum ihr nicht einfach zu einem kassenärztlichen Therapeuten gehen könnt, weil da gibt es ja eigentlich genug angeblich. Das macht ihr über den Weg, dass ihr dokumentiert, ich habe es versucht bei kassenärztlichen Therapeuten, ich bin aber da nicht untergekommen. Das heißt, ihr kontaktiert wirklich ernsthaft kassenärztliche Therapeuten, bittet sie um einen Termin und fragt, wie lange es auch dauern würde, bis ihr da einen Therapieplatz bekommen könntet. Und geht da gegebenenfalls auch mal hin zum Erstgespräch und schreibt aber dann auf, wann ihr den Kontakt aufgenommen habt zu den Therapeuten und aus welchem Grund ihr da nicht hingehen könnt, also warum ihr da die Therapie nicht anfangen könnt. Mögliche Gründe sind zum Beispiel, ich komme menschlich mit diesem Menschen, mit dieser Person, mit diesen Therapeuten nicht klar. Es ist einfach, das harmoniert nicht. Das ist ein möglicher Grund. Ein anderer möglicher Grund, naja, die Person ist in meinem Fachgebiet, in dem ich nun mal therapiert werden muss, nicht ausreichend qualifiziert. Das heißt, es handelt sich um einen Traumatherapeuten vielleicht und ihr habt aber etwas so in Richtung Sexualpsychologie. Das reicht halt nicht, um da jemanden wirklich zu therapieren. Deswegen nicht ausreichende fachliche Qualifikation ist ein mögliches Kriterium. Oder ihr musstet mehr als 3 Monate warten. Das zusammen mit einem weiteren Dokument, was ihr von eurem Hausarzt bekommt, das ist nämlich das zweite Dokument, was ihr von eurem Hausarzt holen müsst, gibt euch im Prinzip das Kombipräparat, um den Krankenkassen zu sagen, ich kann nicht zum kassenärztlichen Therapeuten, aber ich muss jetzt sofort behandelt werden. Und dafür habe ich jetzt nur diese eine nicht kassenärztliche Therapie in Aussicht. Genehmigt mir das bitte. Und dieses zweite Dokument, was ihr vom Hausarzt braucht, ist nämlich die Dringlichkeitsbescheinigung. Da steht, da kann drinstehen, was will. Hauptsache, das klingt gut und es klingt überzeugend, dass die Kassen am Ende sehen, ja, hier ist wirklich Handlungsbedarf da und wir können unseren Klienten jetzt hier nicht einfach hängen lassen und es ist wichtig, dass es sofort losgeht und die Lebensqualität unseres Klienten wird so stark beeinflusst, dass innerhalb von 3 Monaten spätestens die Therapie eingeleitet sein muss, sonst ist das unverantwortlich. Sagt einfach eurem Hausarzt, ihr braucht einen Konsiliarbericht und eine Dringlichkeitsbescheinigung. Die wissen schon, was ein Kostenerstattungsverfahren ist. Die wissen auch, was sie da grundsätzlich so reinschreiben können, damit das am Ende einigermaßen sinnvoll klingt. Es ist einfach nur, es muss ein Dokument da sein, was die Dringlichkeit eurer Behandlung dokumentiert oder empfiehlt. So, und dann eben die Dokumentation von mindestens 3 kassenärztlichen Therapeuten. Am besten ist, wenn ihr mehr habt, 5 vielleicht oder sowas.
bei denen ihr nicht unterkommen konntet innerhalb der nächsten 3 Monate. Damit habt ihr bewiesen, ich habe es versucht, es ging nicht und es muss jetzt sofort sein. Das zusammen mit dem Konsiliarbericht von eurem Hausarzt, eurem Antrag, den ihr selber geschrieben habt und noch ein letztes Dokument, was aber euer Therapeut selbst, also der gewünschte Therapeut, selbst ausfüllen muss. Da muss dieser Therapeut nämlich beweisen, dass er die Approbation erreicht hat, also dass er ein ausgebildeter Psychologe ist und tatsächlich eine Therapie auch durchführen kann. Und das Ganze abgetütet ab zur Krankenkasse und dann müssen die das bewilligen. Es sei denn, sie tun es nicht. Dann geht ja ein Widerspruch, aber das ist nochmal ein ganz anderes trauriges Kapitel. Genau, dann wird der Antrag abgeschickt. In dem Falle, in dem letzteren Fall mit dem Kostenerstattungsverfahren, müsst ihr selbst zu diesem Antrag sehr viel beitragen. Im Falle der kassenärztlichen Psychologen, die ihr aufgesucht habt, müsst ihr für den Antrag nichts weiter tun, außer sagen, Herr, Frau Psychotherapeutin, ich möchte zu Ihnen. Ja, wenn dann die Krankenkasse bewilligt hat, dass ihr zu der Therapie da hingehen könnt, dann wird euer Therapeut oder eure Therapeutin, ich kann heute nicht reden, den Therapieantrag mit euch machen, ihr werdet den unterschreiben und dann gilt die Therapie als begonnen und zwar der Startzeit der Therapie ist immer der Tag, an dem ihr den Therapeuten oder die Therapeutin das erste Mal gesehen habt. Das heißt, wenn ihr an dem Tag, an dem ihr zur Türe hineinschreitet und sagt, guten Tag, ich bin XY, da gilt die Therapie als begonnen, wenn ihr sie später dann beantragt habt. War das jetzt zu kompliziert? Nee, ich hoffe nicht. Das heißt, also das ist jetzt vor allem für diejenigen wichtig, die mit der Therapie später noch gewisse Dinge beantragen möchten, zum Beispiel Operationen oder die dann auch das Testosteron bekommen möchten. Oder Hormone generell, das gilt ja jetzt für alle Transmenschen. Was muss ich noch erzählen? Ja, damit eine Therapie als ununterbrochen durchgeführt gilt, müssen zwischen 2 Therapiesitzungen dürfen nicht mehr als 3 Monate Zeit liegen, sonst gilt die Therapie als unterbrochen und diese 3 Monate werden nicht mitgerechnet. Das ist vielleicht auch noch wichtig, wenn ihr für die Operation mindestens x Monate braucht und das ist jetzt ein anderes Video, dann müssen diese x Monate wirklich in einem Stück, das heißt mit weniger als 3 Monaten Zeit zwischen 2 Therapiesitzungen abgeleistet oder abgesessen worden sein. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ach ja, genau. Ich sagte es ja schon, die Probatorik. Also diese ersten 5 Sitzungen, meistens sind es 5 Sitzungen ungefähr. Das sind halt probatorische Sitzungen. Die werden nur dafür genutzt, damit ihr den Therapeuten kennenlernt und damit der Therapeut euch kennenlernt und erstmal so grundsätzliche Fragen stellt, wie, ja, was ist eigentlich so ihr familiärer Hintergrund? Und bevor da irgendwas analysiert werden kann, musst du erstmal wissen, was du für Menschen vor dir hast. Wenn du bei jemandem hingehst, der kassenärztlich zugelassen ist, dann müsst ihr nichts anderes machen, als eure Chipkarte, eure Krankenversicherungskarte hingeben. Die ziehen die durch den Schlitz und dann wird das abgebucht. Beziehungsweise dann wird es verrechnet von der Krankenkasse. Wenn ihr zu jemandem hingeht, der keine kassenärztliche Zulassung hat, dann ist das Erstgespräch immer auch kostenlos. Die wissen ja selbst, dass sie eigentlich von diesen komischen Kostenerstattungsverfahren leben und dass sie nicht einfach Geld von dir verlangen können, noch bevor du überhaupt das erste Mal einen Satz mit denen gesprochen hast. Also das Erstgespräch ist immer erstmal kostenlos, aber aus Kulanz der Therapeuten. Und dann, wenn du selbst jetzt noch mehr Zeit brauchst, um zu entscheiden, möchte ich mit diesem Therapeuten arbeiten oder nicht, dann hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du bezahlst die probatorischen Sitzungen erstmal alle selbst. Das heißt, pro probatorische Sitzung sind ungefähr 20, 30 Euro fällig. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das so war. So Pi mal Daumen. Die kannst du selbst privat stemmen. Oder du musst diese probatorischen Sitzungen auch nochmal beantragen. Mit genau diesem gleichen Klimbim, den ich gerade gesagt habe. Ist jetzt zu überlegen, was von beiden du möchtest. Ja, noch eine letzte Sache, nämlich wenn der Antrag auf die Therapie gestellt wird, das ist jetzt aber eine Sache, die müsst eigentlich nicht ihr wissen, das sollte eigentlich euer Therapeut wissen, dann sollte die Diagnose F64.0 als Begründung oder als Thema der Therapie im Antrag drinne stehen. Nur dann bekommt ihr auch geschlechtsangleichende Operationen und alle möglichen anderen medizinischen Schritte
finanziert von der Krankenkasse. Es darf also da nicht irgendwas anderes drinstehen und dann sagt ihr, naja, ich war ja aber in Therapie. Aber Gegenstand der Therapie war vielleicht irgendwas ganz anderes. Dann sagt die Krankenkasse, nee, nee, nee. Also das muss schon in dem Therapieantrag drinstehen, dass ihr euch genau mit diesem Thema beschäftigt und nicht stattdessen über eure Oma redet. Das ist noch so am Rande vielleicht wichtig. Draußen spukt es gerade ein bisschen, egal. Ja, ich hoffe, ich habe alles abgedeckt. Was weitere Schritte so angeht, werde ich einfach nochmal extra Videos machen und schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung nach den wichtigen Links, wo ihr euch informieren könnt und wo ihr auch Adressen und Telefonnummern von möglichen Therapeuten herausfinden könnt. Und ich hoffe, das hilft euch ein bisschen bei euren eigenen Schritten und bei eurem eigenen Weg. Und deswegen verbleibe ich euch herzlichst als euer Kater Sturz. Bis zum nächsten Mal.